So, Freunde, es ist wieder soweit. Es ist Mittwoch, ID Reset. Und wir gucken an, was wir die Woche über gefarmt haben, ne? Ist sogar der ein oder andere Char noch dazugekommen, aber dazu später. Wir gehen rein mit dem Jäger. Platz 1 auf der Liste. Und um das nochmal wieder aufzugreifen, wir haben ja letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen angefangen, die kleine M-Plus-Challenge anzugehen. Ich muss ehrlich gestehen, die stagniert gerade so ein bisschen. Aber ich habe im letzten Video zur Weekly World auf jeden Fall die Kommentare gelesen. Und die sind eigentlich sehr neutral. Ne? Also es tendiert halt natürlich irgendwie dazu hin. Und da möchte ich gerne das eine Kommentar aufgreifen. Und zwar sehe ich das nämlich genauso. Es ist nämlich tatsächlich so, oder so sehe ich das zumindest, dass Leute, die mainmäßig PvP spielen, vielleicht einen deutlich einfacheren Einstieg in den Plus haben als umgekehrt, weil halt so Sachen wie CC oder Crowd Control allgemein, Kicks und so weiter, halt da schon aus dem FF sitzen, im Best Case, weil das halt für PvP auch unheimlich wichtig ist. So, nichtsdestotrotz haben wir auf dem Hunter, den habe ich mir Beastmaster habe ich mir angeguckt und auch ein paar Keys gemacht und tatsächlich auch HC Raid. Weiß ich gar nicht mehr. Muss Anfang der Woche gewesen sein. Wir gucken aber erstmal, ob wir hier irgendwas gebrauchen können, weil eigentlich ist der Char Full Gear. Der ist Full Gear und ich würde sogar tatsächlich dazu tendieren, also ich glaube im PvE werde ich den nicht weiterspielen. Ist ganz witzig, tatsächlich Hunter im PvE. Aber wir haben ja den Rogue, mit dem wir gepusht haben schon. Da sind wir jetzt auf Keystone Hero. Und wir haben noch einen zweiten Char angefangen für M+. Dazu aber später. Deswegen, ich werde hier auf dem Hunter nämlich mal Sockel. Und dann... Oh, kein Ingame-Ton an. Klassiker. So, wie viele haben wir davon denn? Jetzt habe ich schon mal welche auf dem Hunter gekauft. Jo, 2 Sockel, das ist gut. Gut, Hunter ist durch. Wir gehen rein mit dem Rogue. Der müsste, glaube ich, fast alles voll haben. Wir waren mit dem Raiden, wir waren mit dem M-Plus laufen, wir haben mit dem PvP 3 Kisten gefarmt. Also ich glaube, den haben wir auch am meisten gespielt. Guck mal rein. Ja. Der Grund aber... Na, wir können ja nochmal reinschauen hier, wo wir momentan stehen. Wir sind jetzt auf 2648 Rio. Haben die Hälfte 20 plus getimed letzte Woche. Den anderen Rest noch unter 20. Da müssen wir jetzt nochmal angreifen. Aber ich muss leider feststellen, dass halt so ganz solo unterwegs als DPS. Und ich habe auch das Gefühl, mein Gearscore entspricht nicht wirklich dem, was mein Rio zeigt. Da hängen wir ein bisschen hinterher und ich kriege aus diesen, aus den Keys, die wir laufen, immer sehr, sehr selten ein Upgrade. Also da muss der Loot-Gott auf jeden Fall mal wieder zuschlagen. So, was haben wir hier? Das Stiefel bräuchten wir da nicht. Ist auch Tempo Mastery. Der Crit-Vielseitigkeit ist ja Outlaw Bistad. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier nochmal irgendwie ein Upgrade haben. Aber also eigentlich brauchen wir... wir sind jetzt momentan mit den Weekly Chests an einem Punkt angelangt. Also das Gear, selbst wenn wir jetzt hier mal das Gear für PvP anlegen. Wir sind eigentlich überall good to go. So, und die jetzt hier halt noch 473 sind. Warum ist denn das noch 473? Ach, das habe ich upgraded. Könnte ich mir diese Woche nochmal... Ja, speichern. Da stellt man dann auch hin und wieder mal fest, dass man doch das ein oder andere Item noch gar nicht angelegt hatte. Aber alles, was halt 486 ist, was wir von Bloody Tokens gekauft haben, können wir später craften, wenn wir das Conquest haben. Ist aber momentan noch nicht an der Zeit, weil halt die Splitter sind wir jetzt, glaube ich, diese Woche müssten wir 4 gecraftete Items tragen müssen. Können, dürfen.
Und ja. Eins davon wird auf jeden Fall ein Ring sein. Und die 486er Items, die werden wir nach und nach austauschen. Deswegen, also irgendwie Upgrades aus der Vault brauchen wir nicht mehr. Deswegen gehen wir auch voll auf die Sockel. Da haben wir am meisten von. Bis zu einem gewissen Punkt. Sag mal. Vielleicht ist es auch sinnvoll, irgendwas aus dem PvE zu nehmen, ne? Wenn da was Gutes droppt. Aber soweit bin ich noch nicht. So, Mage. Auch der hat drei Kisten gefahren. Mit dem habe ich aber kein PvE gemacht, auch kein Raid. Nix rein PvP-Kisten. Deswegen, und der wird halt. Der ist halt auch voll, ne? Gut, Regen könnte man kaufen. Jetzt gucken wir mal. Und ich habe noch sogar noch 925 Conquest plus die 525 aus dieser Woche. Das heißt, Trinket könnte ich mir kaufen, Ring könnte ich mir craften. Und dann sind wir auch da wieder fein. Da brauchen wir nichts mehr. Da brauche ich eigentlich gar nicht gucken, aber rein Interesse halber. Guck mal, hier wäre sogar das Trinket gedroppt, was wir bräuchten. Aber das können wir auch kaufen. Socke eben leider nicht. Ich glaube, das ist sogar der erste auf Mage. Ne, auch zwei schon. So. Der letzte aus dem Quartett. Resto Druid. Den haben wir auch nochmal die letzten Tage gut Viewer Games reingeknallt. Und ich habe auch tatsächlich ein neues Bild für 2v2, in dem ich mich noch einspielen muss. Und zwar... ist natürlich wieder Vorbild unser guter Harald, der auch beim letzten Shuffle-Tournament teilgenommen hat und den zweiten Platz gemacht hat. Und der spielt aktuell dieses Bild. Ne? Ohne die Reichweite von der Eule, dafür mit, aber mit Star Search und halt full, was heißt full, aber capped bis zum Movement Speed. Und das ist, es macht Spaß, ist aber difficult to master, sag ich mal so. Aber trotz der Nerfs, was den Katzen-Damage auf dem Resto-Druid angeht, ist halt Convoke immer noch ein Damage-Killer, ne? Also das ist schon echt heftig. Gerade halt auch, wenn man da, wenn du als Heal-Druide an der PvP-Puppe einmal Convoke drückst und dann einfach so 120k DPS fährst, was wahrscheinlich noch höher geht, aber das ist schon... Das ist, das macht Aua. Und deswegen, also für 3v3 ist das wahrscheinlich eher nichts, aber 2v2 macht das auf jeden Fall Bock. Nur ich bin ein Noob und ich muss mich einspielen damit. Sind eigentlich bei uns in der Community Resto-Druids anwesend? Wenn ja, ist natürlich die Frage, seid ihr im 2v2, geht ihr dann lieber voll auf Tree und Anregen und Reichweite und genau, hier Inkarnation, Baum des Lebens? Oder sagt ihr... Nee, ich brauche die Action, also genauso wie ich. Ich muss da rein, ich muss dann können mit Zerfleddern und Rake und Bash und will am meisten Kontrolle über das Spiel haben. Oder wie seht ihr das? Schreibt es mal bitte in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. So, und jetzt haben wir letzte Woche. Ich habe einen Charakter aus der Versenkung geholt, ne? Ich habe mal DH... angespielt und ich fand DH richtig beschissen und habe diesen Charakter gelöscht, habe den aber, deswegen ist das hier auch ausgeraubt, ich muss noch 3 Tage warten, geil, habe den aus dem gelöschten Zustand wiederherstellen lassen und auf Tank gespeckt. Ja, wir sind jetzt DH Tank und damit wollte ich eigentlich nur bewirken, um so ein bisschen, ich werde auf Ronken irgendwo mitgenommen. Und wenn ich mit meinem 21er, 22er Key eine Gruppe aufmache, keiner joint da rein. Ne? Ich weiß nicht, ob die mir nicht vertrauen. Vielleicht denken die, ich bin boosted. I don't know. Aber mit dem Tank wollen wir so ein bisschen entgegenwirken. Und den haben wir, wie gesagt, letzte Woche hatte der noch... Oh, dann muss ich euch erzählen, das war richtiger Struggle. Der hatte 300, also unter 400 Gearscore. So, und ich dachte so, wo fängst du am besten an? Und dann dachte ich... Gehst du LFR-Raid? Pustekuchen,
425 Gearscore Minimum, um LFR zu kriegen. Ich dachte so, ach du Scheiße. Und das war ein richtiger Struggle, 425er Gearscore zu kriegen. Deswegen habe ich mir erstmal komplett Ehre-Gear geholt. Hier seht ihr noch so vereinzelt Überbleibsel. Einige habe ich upgradet, andere noch nicht. Die haben aber auch nur 415 und ich musste 10 Gearscore hinkriegen. Dann musste ich erstmal überlegen, wo man da überhaupt anfängt. Dann habe ich dann angefangen als Tank, dann HC-Dungeons zu queuen. Ich weiß gar nicht, was da gedroppt ist. Ich glaube, ja, 428 sehen wir hier. Und habe damit erstmal aufgestockt, habe dann meinen ersten LFR komplett durchgetankt. Ich habe keine Ahnung von den besten Mechaniken als Tank gehabt. Ich weiß nicht, wann ich abspotten muss oder sonst irgendwas. LFR ging dann aber noch. Leider kein Upgrade gekriegt. Dann paar M-Plus gelaufen. Dann konnte ich wenigstens zwei Items abstauben, um die abzugraden, beziehungsweise umzuwandeln zu Set-Teilen, dass wir wenigstens 2-Set haben. Dann bin ich in Normal reingegangen. Auch da... ich glaube, die Gleve ist... Ne, die ist, oh, die ist doch aus dem LFR. Tatsächlich. Mhm. Und einmal komplett normal durchgetankt. Das war schon ein bisschen difficult. Gerade bei... Was muss ich sagen? Wer tankt, weiß das. Ich glaube, das war der anspruchsvollste. Obwohl, eigentlich ist der nicht anspruchsvoll. Den muss man nur einfach einmal geschnallt haben. Diese Feuerschlange. Weil die gleich am Anfang diesen Kataklysmus oder wie auch immer diese Fähigkeit heißt. Ja. Hier, Kataklysmus-Kiefer castet und während des Casts musst du als Tank das den abspotten, weil du vorher einen Debuff kriegst und sonst one-shottet das. Auf jeden Fall, Tank haben wir gespielt, LFR, Full Normal, ein paar M+, ich glaube, ich habe meinen Key auf Stufe 15 hochgepusht, da war ich dann, die Schwierigkeit war da, ich musste halt auch erstmal checken, wie ich tanken muss, welche Routen ich laufen muss. Das war schon ein bisschen umständlich. Deswegen hatte ich auf einem Bildschirm dann so die Mythic Dungeon Tools offen von Raider.io und habe parallel immer geguckt, welche Route ich laufen muss. Ich glaube, das hat aber einigermaßen gut geklappt. Aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. So, jetzt gucken wir erstmal. Hände. Haben wir aber schon zum Setpiece gemacht. 476, ne? Eigentlich total geil. 460er Schwert. Das ist auch so eine Sache. Schwert würde ich ja taken. Ich kann ja auch mit Schwert spielen als Demon Hunter. Limonenjäger. Aber im Raid, wenn sowas droppt beispielsweise, kann ich darauf nicht rollen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. I don't know. Was sagen die Trinkets hier? Team an, erhaltet. Ist das, ich muss ja jetzt erstmal schnell gucken, ne? Lassen wir drehen, schneiden wir nicht raus. Mythic. Team Leaderboards. Vengeance. Kann ich da drüber ziehen hier? Können wir mal gemeinsam gucken. Zack. So, Platz 1, Tank. Was spielt der? 3694. Scheiße. Das sind Ringe und die Trinkets. Prophetic Stone Scales. Und Augury of the Primal Flame. Was spielt der? Okay, die spielen halt alle. Und der spielt was anderes. Tainted Heart. Ist aber nicht das Trinket, was wir brauchen, tatsächlich. Was soll ich nehmen? Natürlich, die größten Upgrades sind immer die geilsten, ne? Aber wie gesagt, haben wir schon. Warte mal. Ich habe 4 von 8. Und das ist schon 4 von 6. Achso, 4 von 6, okay. Das heißt, wenn ich den anderen auf 6 upgrade, komme ich doch auch niemals auf 476. Ja, das ist halt ungescriptet, ne? Ich muss mal kurz was gucken. Da muss ich kurz was gucken. Ich bin noch nicht so drin.
wie das mit den Upgrades funktioniert. Das eine war 4 von 6, das ist 4 von 8. So. Ich die jetzt hier reinziehe, ne? Ich kann die nur auf 463 upgraden. Das ist schon ziemlich bescheiden. Warum habe ich die denn umgewandelt? Wir kriegen die nächste Umwandlung erst nächste Woche, ne? Und zwei Karyu kriege ich einen Teil. Was mache ich? Waffe wäre halt natürlich auch big, ne? Weil wir haben noch keine Waffe. 476, Alter, schon. Leute werden mich wahrscheinlich verfluchen und mir sagen, yo, das war die falsche Entscheidung, die du getroffen hast. Drei von acht. Das Ding ist, ich muss die halt dann wieder umwandeln, ne? Aber das ist so ein fettes Upgrade. Und das ist halt, das Ding müsste ich halt nie wieder austauschen. Das grade ich einmal ab und dann ist das, ich weiß was ich, maximale Stufe. Ich glaube, höher geht's dann halt nicht, ne? Ist halt immer noch 16 Gearscore über der Waffe. Scheiß auf die Waffe, ehrlich gesagt. Ich bin nicht da, um Damage zu machen, ne? Ich nehme jetzt die Handschuhe. Das ist eine aus dem Bauch heraus getroffene Entscheidung. Mit ein bisschen, ich nehme die jetzt. Komm, was soll der Scheiß? 476. Zweimal upgraden, dann Max-Stufe. So sehe ich das zumindest. Was kriegen wir? Mythischen Schlüsselstein, okay. Schwert kann mir auch droppen auf der Stufe, ehrlich gesagt. 460, ich glaube, in 18, 19er Keys oder so. Kann mir das auch droppen. Ja, komm. Bewegungsgeschwindigkeit noch drauf. Holy. Was haben wir für einen Key bekommen? Thron der Gezeiten. Ach ja, mein Lieblingskey. Schön. Das ist ein fettes Upgrade. Das ist echt ein fettes Upgrade. Muss ich eins von den Sachen noch umwandeln, um Dings zu kriegen. Um wieder einen Z-Bonus zu haben. Aber... Guck mal, wie weit ich das upgraden kann. Ist 483 Max-Stufe? 86, 89. Ist aus dem Mythisch Raid, aber ne? 86, 83. 83, 6 von 6. 86. Was hatten wir top? 89. Also alles Mythisch Raid wahrscheinlich, ne? 83. Ja, so hoch wäre ich aber niemals mit den anderen Handschuhen gekommen, ne? Also, das ist schon big. Gut, lassen wir so. Ich versuche mich daran zu gewöhnen, diese Entscheidung nicht zu bereuen. Aber, was ich von euch noch wissen will. Wie sucht ihr eure Mates aus, wenn ihr M-Plus lauft? Wo guckt ihr danach? Sucht ihr alles nur LFG? Holt ihr euch Leute aus dem Tool? Habt ihr feste Gruppen? Habt ihr eventuell eine Community? Habt ihr eventuell Interesse an einer Community, dass wir hier sowas mal einrichten? Dass man Leute findet zum Connecten, die ungefähr auf demselben Stand sind, was Rio oder Keyhöhe, die man läuft, angeht. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und das war's wieder diese Woche für Weekly Vault Opening. Und wir sehen uns in der nächsten. Peace!